Und jetzt aus zweiter Hand. Rap-Gebrauchtwagen-Experte Dirk Müller greift heute ganz weit unten ins Regal. Sein Auftrag? 4 Räder zum allerkleinsten Preis. Nicht so einfach, denn seit der Abwrackprämie ist der Markt mit billigen Gebrauchten deutlich kleiner geworden. Jannis Müller, von Beruf Koch und im Sommer mobil dank Motorrad. Für die kühle Jahreszeit braucht er jetzt aber ein Auto. Det soll helfen. Sag mal, hast du die Pfanne heiß? Ach, hi Jannis, ne? Was darf sein? Ein Auto brauche ich. Na, dass du keinen Hunger mehr hast, ist klar, ne? Pass auf, Marke, Scheine, was ist los? Egal, maximal 500 soll er kosten, bis nichts. 500 bis nichts? Das ist auch nichts. Ja. Was ist los? Liegt dein Chef keine Scheine raus? Nee, leider nicht. Und wie kommt sonst zur Arbeit? Mit dem Motorrad. Aber über Winter, ne, ich brauche ein Auto. Bei der Kursansage wird es ein Kleinwagen. Über Wünsche, Farben, Extras brauche ich nicht fragen. Ich schaue mich mal um und halte dich auf dem Laufenden. Jo, danke, Dave. Das wird eng. Bei der Suche nach einem Billigmobil sollte man nicht nur den Kaufpreis beachten. Teurer, aber meist solider sind Autos mit Rest-TÜV. Ebenso wichtig die Folgekosten. Ein ehemals teures Auto kostet auch gebraucht im Unterhalt mehr als ein schon damals günstiger Kleinwagen. 1, 2, 3. 1-2-1 ist angesagt. Das fahrende Ei von Mazda. Mazda 121, Baujahr 95 und erste Hand. Die Laufleistung gering, 104.000 Kilometer. Ein paar Dellen trüben die Optik. Innen ist der Japaner ungepflegt. Pluspunkt und typisch für den 121, wenig Rost. Dünn ist allerdings die Leistung, 53 PS. Abzüge gibt es auch für den fehlenden TÜV und das grausige Design. Startgebot des Händlers für den runden Japaner 499 Euro. Hey, hallo, du bist? Mazda. Was? Mausi? Wo hast du das Mazda-Ei? Steht drin. Lass gucken. Papiere sauber, alles klar? Jupp. Aus erster Hand. Ja, ist klar, dass da kein Zweiter mehr eingecheckt hat. Pass auf, was? Du hast ihn schon exportfertig gemacht. Aber hallo. Eule, Kratzer. All inclusive. Hier hinten einen reingedonnert. Sag mal, wer ist denn hier, der Ulrich rückwärts gefahren oder warst du das? Mit Rost gab es ja wenig Probleme, aber hat einen Crash gehabt. Treffer, irgendwas bekannt. Boah, scheinbar vorne. Was ist denn hier los? Ich haue schon auf, du. Ist ja hier der Mega-Monster-Spalt. Aber hier passt ja gar nichts mehr. Steht doch alles ab, das war doch so nicht. Ja, und wenn die Kunststoffstoßstange nach 15 Jahren noch so schön schwarz ist, dann kann man davon ausgehen, dass das nicht die erste ist. Deckel auf, wie sieht's aus? Hier ist was abgesackt, da ist er gerade, da hat er einkassiert und hier wolltet ihr ihn hochziehen. Habt ihr das gemacht? So aufgekauft. So, wie so aufgekauft, das war ja alles so. So. Motormäßig, das ist entscheidend. Bei solchen Karren in der Preisklasse brauchst du nicht nach Spachtel gucken. Ein kleiner Bums, naja, geht, aber technisch muss er hinhauen. Ölwechsel wurde auch ordentlich nach hinten geschoben, daher der ganze Schleim, aber nicht von der Kopfdichtung, sondern, tja. Billigöl, Kurzstrecke, Stadtverkehr. Bremse, alles klar? Was ist denn das hier? Warum hast du hier Honig reingekippt? Oh, ist da schon Butter drin? Der andere schmiert sich das echt aufs Brot, ne? Also, so dunkel soll es nicht sein. Schön hell, dann ist es frisch. Also die muss gewechselt werden. Ansonsten verändert sich der Siedepunkt, da zieht die Flüssigkeit nämlich Wasser. Ja, und dann gehst du in Anker und dann wird das so schwammig und der blockiert nicht richtig. Erster Blick nach dem Bums, immer auf die Reifen. Fahrwerk gerade, was verzogen. Ja, hier sind die Gummis voll auf Glatze. Ne? Profilmäßig ist da nichts mehr. Andere Seite auch nicht. Ja, außen wurde ein bisschen was geschönt, ein paar neue Kunststoffteile dran, aber unterhalb ist es doch ein bisschen gravierender gewesen. Also, der schielt ja schon von vorne. Deswegen kein Profil. Also, dann eingekriegt. Nächster Blick aufs Federbein. Ja, und wenn diese Kulifeder hier so schief drin hängt, ist das ein ganz klares Zeichen. Federbruch, die muss im Teller hängen. Das klappt hier nicht mehr, adios. Also Hauptuntersuchung kannst vergessen. Wechseln oder Export, ne? Sonst sehe ich das schwarz. Dann Mausi, vorne hat er richtig einkassiert. Vorderwagen eingenickt, Federbruch. Und läuft voll aus der Spur, Gummis auch platt. Hinten, heile. Hast du die Handbremse angezogen? Die ist lose. Die ist lose? Wie lange steht das Teil? Boah, schon ein paar Monate. Hammer, Eisen. Ja, müssen wir mal freiklopfen. Hier kleben die Backen. Handbremsseil ist gängig. Ansonsten keine Bube fakt.
Handbremsseil ist lose, also Backen kleben, freiklopfen. Na also, kommt doch. So, da haben wir wieder ein bisschen Luft drin, ein bisschen Spiel, sonst wieder Ding so heiß, da brauchst du keinen Zigarettenanzünder mehr. Bis hierher war das nichts. Kann der Mazda noch ein paar Punkte auf der Bahn machen? Det macht den Fahrwerks- und Bremsentest. Das fahrende Mazda-Ei. Starkes Schlaggeräusch aus dem vorderen Drittel. Ja, ist klar. Vorne rechts Federbruch, plock, plock. Da hast du Angst, dass sich das Ding gleich direkt verabschiedet. Da musst du den Rückspiegel immer im Blick haben, damit du die Teile wieder aufsammeln kannst. Bremse. Ui, da muss ich noch aufpassen. Ja, das hat auch seinen Grund. Wenn die Gummis auf Glatze sind, ne, ist da mit Grip auch nicht mehr viel. Dann fährt das Ding dahin, wo du eigentlich nicht eingelenkt hast. Das Fahrverhalten ist hier voll im Keller, ist klar, außer Spur. Hier heißt es hart im Asiat. Aber jetzt zur Verhandlung, mal sehen, ob Mausi weich wird bei meinem Mindestpreis. Oh. Mausi, du machst mich fertig. Was musst du haben für das Teil? Also für 500 steht da drin, Det. Ja, das kannst du vergessen. Ey. Ich meine, vorne zweimal Glatze, Federbruch und so. Auch wenn die Teile vom Schrott holst, Einbau 150, 200 Euro sind da weg. Dann braucht ihr noch 100 Euro mindestens für Gebühr. AU ist ja auch noch fällig. Mhm. Dann hast du hinten die Bremse, die habt ihr jetzt gängig gemacht. Da kriegt ihr noch einen Fuffi von dir, ne? Pass auf, Kupplungenrutsch für das Teil 100 Euro. Dann wird's aber echt eng. Mhm. Also Det, für 300 Euro, weil du es bist. 300 Euro? Mhm. Gib die Daten weiter. Eieiei, preislich kann man mir entgegen, aber die Feder auch. Da geht noch richtig viel Geld rein. Da steht viel Schrauberei auf dem Zettel. Auf zum nächsten nach Westerstede, Golf 3. Ganz in Rot und voll im Rost. VW Golf 3, Baujahr 94 und 218.000 Kilometer gelaufen. Der Wagen ist richtig runtergerockt, aber TÜV bis Juli 2011. Ein weiteres Plus, CD-Radio mit MP3-Funktion. Gut für die Folgekosten, ein nachgerüsteter Kaltlaufregler für geringere Steuern. Das hat seinen Preis. Bei 750 Euro startet die Verhandlung. Hi Micha. Hi Det. Was hast du für mich vorbereitet? Den schönen Golf hier. Ist das Ding auch wasserdicht, bei dem Wetter will ich mich nicht schon innen entzünden? Ich denke schon, also da fühlst du dich innen richtig geborgen. Sag mal, hat der denn hier gerade Pubertätspickel bekommen? Der ist ja ringsrum. Ja, beim Golf, Problemzone, Heck. Und das ist nämlich gerne weg. Die Klappe fault, ringsrum, Kennzeichen, Einschläge, Einschüsse und natürlich um eine Verglasung rum. Das haben sie oft, das haben sie gerne, wenn sie nicht in der Garage standen. Also, Bücken, Zustand, Gammel, paar Blasen am Schweller, Gummi gut, Bremsanlage. Da haben sie ja Probleme, gerne mit der Schläuche, wird rissig oder Leitung vergammelt. Ding auf der Bühne gehabt? Heute noch nicht. Was zappelt vorne rum? 1,4 Liter. Probleme? Momentan keine. Hast irgendwas dran verändert, irgendwas eingetragen? Hier haben sie mal Schadstoffstufe D3 nachgerüstet. Wie bitte? Kaltlaufregler ist drin. Das spart ein bisschen. Motor läuft rund? Der läuft klasse. Schleim, nein. Ölstand, hast du nachgeguckt? Sei ehrlich. Ich selber nicht. Steht der schief oder hat der nichts drin? Soll ich was nachfüllen? Ich sag ja immer, spare in der Not, dann hast du, wenn du tot. Und kurz davor ist er, da muss auch schon Öl rein. Ne? Ja. Schmeiß mal kurz an, ob der sich noch beruhigt und ob wir in die Reihe schieben können. Ja, siehst du, und das Tickern kannst du ihm sparen, wenn du einen Schluck Öl reinkippst. Ja, es geht ja nicht um restaurierte oder unheimlich gepflegte Fahrzeuge. Und in der unteren Preiskategorie, da guckt man einfach, dass man da nicht mehr viel reinstecken muss und dass er die TÜV-Zeit schafft. Wie lange hat er eigentlich noch? Juni 2011. Da haben wir noch Guthaben. Komm, füll noch mal einen Liter Öl nach, Kennzeichen dran, dann gehe ich auf die Bahn. Ist in Ordnung. Bislang keine gravierenden Mängel beim Golf, außer dem hohen Preis. Aber kann der Wolfsburger in Sachen Antrieb überzeugen? Der Motor läuft, aber wenn du überholen willst, dann musst du dir richtig Zeit nehmen und vor allen Dingen Anlauf. Ansonsten kann es eng werden. Bremse. Ja, kommt zum Stehen. Jetzt muss ich aber runterschalten und dann muss ich warten. Und ich warte, schalte und trete voll rein. Muss aufpassen, dass ich nicht überholt werde. 5 Gänge, aber was nützt das?
Du musst bei diesem Fahrzeug einfach Zeit mitbringen. Sparsam geht es aber nicht nur beim Vortrieb zur Sache. Auch der Innenraum ist schlicht und einfach. So ein Golf ist ja ein grundsolides, ausgereiftes Fahrzeug. Man konnte unheimlich viele Sachen ankreuzen. Nur hier war, glaube ich, der Kuli kaputt. Airbag weg, elektrische Fensterheber, Fehlanzeige. Ja, und hier vorne alles nur Blindkappen, ne? Also diese Ausstattung ist wohl eher so das Notprogramm von VW. Ein über Gummimatte. Micha, Tarifcheck. Was kostet der Rost? Diet, steht an der Scheibe. Jetzt bleibt mal ein bisschen realistisch, das haben wir gleich. Pass mal auf. Das hier ist das, was dieses Fahrzeug noch wert ist. Die Not das stimmt, das ist die erste Rate dann. Hey, pass auf. Hinten, Popo vergammelt, Heckklappe verfault, ne? Blasenentzündung im Schwellerbereich. Das muss nicht sein. Da musst du mir entgegenkommen. Wir haben einen kleinen Puffer. Was stellst du dir denn vor? Ganz ehrlich, für das Teil 300, einen Fuffi lege ich im Notfall noch drauf. Schmerzgrenze 500. Dann letztes Wort? Letztes Wort, fertiges Wort. Denk dran, Golf 3, MP3 und D3. Ja, ja, ist klar. Ne? Da gehst du aber noch schön mit dem Sauger durch. Das kriegen wir in den Griff. Alles klar. Pickelig, müde, Spardosenausstattung und an der finanziellen Schmerzgrenze. Aber günstig im Unterhalt, dank D3. Alle guten Dinge sind drei. Auf zum nächsten Polo Coupé. VW Polo CL Coupé, Baujahr 91. Satte 250.000 Kilometer stehen auf der Uhr. Sehr gut, TÜV bis Februar 2011. Dazu gibt es angeblich neue Bremsbeläge. Eher sparsam allerdings die Leistung. 55 PS. Eine echte Ansage, der Preis. Bei gerade mal 200 Euro geht die Verhandlung los. Moin. Hey, Dit. Moin. Irgendwas zu verbergen. Was hast du hier alles dran kaputt gemacht? Ah, nicht so viel. Der ist eigentlich noch ganz gut. Hat noch TÜV bis Februar. Sehr schön. Rost hat er auch. Das ist nämlich hier Inclu. Dann geht's hier weiter an der Tankklappe. Dann haben sie gerne mal, dass sie da wegfaulen. Wenn du mal hinterm Gummi schaust, ist da meistens noch. Hier ist sogar noch ein bisschen was. Luft hat er nicht nur im Reifen. Auch ein bisschen Spiel in der Schleppachse, in dem Lager. Muss einfach sein. Ansonsten läuft er jetzt hier zu heiß. Was ist hier los? Hast du ihm Klaps auf den Popo gegeben? Nee, ich nicht. Ein Mädel war das, ne? Mädel? Ja, Mädel. Matte weg. Und was ist das denn hier? Ja, das habe ich gerade frisch reingelegt. Da unten ist es auch noch trocken. Da unten ist es noch trocken. Reserverad habe ich gerade frisch reingelegt. Die Sonne scheint, aber das ist nass, ist klar. Ne? Ja, habe ich noch nie gehört. Aber das hier, da haben wir ja doch einen Treffer. Ne? Ist aufgestaut hinten. Da einen rein, Stoßstange hast gewechselt. Ja. Den Rest so gelassen, ein bisschen ausgebeult. Ja. Schließt das Ding dann noch? Ja, das geht noch. Ja, mit ein bisschen Schwung ist das auch eine Passung. Sag mal, Hergen, hast du das Fahrzeug aus der Karibik importiert? Der hat das Sonnenbrand. Nee, das ist Effektlack. Das ist nicht Effekt, das ist Defektlack. Also hier haben wir nicht nur Blätterteich in Sachen Blech, auch in Sachen Lack. Aber letztendlich stellt sich doch die Frage nicht, was rostet es, sondern was kostet es? 200 Euro. Das ist ein Wort. Donnerwetter, das ist kein Anlasser, das ist ein Auslasser. Aber läuft ruhig. Was hast du da so als letztes rein investiert? Scheibenwischwasser. Ölwechsel, Zündung, mal drum gekümmert. Ja, Ölwechsel hat er auch ab und zu gekriegt, neue Verteilerkappe hier. Ja, okay, also da hast du ein bisschen was gemacht, ja. Dass er im Alltag besteht. Ja, genau. Gut. Weißt du was? Die Bühne ist frei, das Ding muss da rauf. Ich guck mal von unten an. Die alten Leiden und Gebrechen vom Polo. An erster Stelle Bremsschläuche. Sind immer porös, rissig, kommt man nicht mehr durch den TÜV. Hier erneuert und stramm. Fettaustritt, Antriebswellen, Fehlanzeige, dicht, andere Seite. Ebenso. Wie sieht's mit Bremsklötzen aus? Schon mal was reingesteckt? Ja, die sind mal neu gekommen. Ne? Donnerwetter. 10 mm, perfekt. Also da muss man noch gut haben. Motor leicht am Schwitzen, ist vor Kleckern, ist okay. Getriebe ebenso, Auspuff. Stabil, oder? Ja, flexibles Rohr, immer überprüfen. Da reißt er gerne ab. Das haut hin, das passt. Handbremse kontrollieren. Gerne eingegammelt, genauso wie leckende Zylinder. Hier ist er dicht, mal am Rad gedreht. Und zack, da geht er in Anker. Gummi gut, wie alt? 26. Woche 2006. Na bitte, das passt. Bislang gibt es für den Polo nur Abzüge in Sachen gammeliger Optik und Rost. Findet Det bei der Probefahrt entscheidende Mängel?
ein bisschen Spiel muss sein. Dann schlicht das Lenkrad richtig ein. Und da sind wir auch schon beim Thema Antriebswellencheck. Volleinschlag, Kupplung kommen lassen. Wenn es dann knackt, defekt, hier perfekt. Motor zieht durch, keine Lauf- und Fahrgeräusche, Bremse. Ja, da schreit er mir an, wir kommen zum Stehen. Aber Handbremse muss natürlich auch funktionieren. Ab in Anker. Mein Gott, da geht ja alles. So. Wer hätte das gedacht? Sieht er nicht nach aus. Technisch ist der Polo top. Und mit kleinen Defekten wird hier sehr kreativ umgegangen. Lüftung. Nö, hier funktioniert gar nichts, aber hier gibt's ein Highlight. Das habe ich noch nicht erlebt. Das ist der Klopper. Da greifst du links rein und zack, hast du die Gebläse von der EDV in der Hand. Da hat der Stumpf seinen Computer überhitzen lassen. Per Knopfdruck schmeißt du das Ding vorne rein und kannst hier partiell so die Optik freiblasen. Je nachdem, wo man gerade hin will. Hergen, zwei Hunis war ein Spruch, ne? Sieht noch ein bisschen anders. Ja. Anlasser hier heute nach, weißt du selbst. Kein Kaltlaufregler drin, das Ding 200 Euro Steuern im Jahr. Muss auch nicht sein. Das ist EDV gebläse und der ganze Gabel, ne? Ja, aber 150 mehr haben. 150? Ja. Ja? Ja. Kommt's nicht tiefer? Ne. Gib die Daten immer weiter. Schmutzig, rostig, aber technisch rund. Zum absoluten Sparkurs. Da bleiben noch ein paar Scheine über. Für die Freizeit oder für den Kaltlaufregler. Ich schlag die Karren jetzt mal dem guten Jannis vor. Wollen wir mal sehen, wo der sich reinsetzt. Jannis, wach auf. Für dich muss ich mich richtig bücken. Oh. Pass auf, drei Kisten zur Auswahl. Mazda 121, das Wrack, viele gravierende Mängel, dazu typisch Japaner, teure Ersatzteile und der einzige ohne TÜV. VW Golf, der solide, technisch in Ordnung und mit Rest-TÜV, aber mit vorverhandelten 500 Euro an der preislichen Schmerzgrenze. VW Polo, der dreckige, einiges an Rost, aber ansonsten technisch top, unschlagbar der Preis, 150 Euro. Welchen willst du durch den Winter reiten? Dem Polo. Oh, der Golf ist größer. Ich weiß, aber der Polo bei dem Preis, was willst du da meckern über den Winter? Ja gut, da kannst du ein bisschen sparen, aber unterhaltsmäßig ein Kaltlaufregler, den musst du da noch reinpummeln. Dann bist du ja auch wieder günstig am Start. Technisch hält er durch, gehen wir da ran. Machen wir. Auf. Neben dem VW Polo warten typisch norddeutsches Schiedwetter und eine kräftige Brise auf Diet und Kandidaten Jannis. Jannis, das ist er. Jetzt werden deine Träume wahr. Schick. Hier, guck dir das mal von innen an. Den brauchst du nicht aussaugen, den kannst du auskloppen. Der ist schon hart geworden. Wo ist der Herr? Da bist du. Hi. Jannis. Hi. Jannis. Der hat die Nacht kaum geschlafen, der muss gleich einchecken. Ja, bei so einem Wagen, ne? 150 hast du gesagt? Ja. Ein bisschen happig. Winter steht vor der Tür, das Ding muss auch betankt werden. Flüssigkeitscheck ist klar. Aber da geht auch wieder was Neues rein, ne? Und was meinst du? Was wird jetzt gehen? Komm, schmerzlos. 120 und er haut dir noch ein paar Eier in der Pfanne. Ja, aber Bio-Eier. Die schon piepen? Komm, das kriegen wir hin. Boah, ja, stimmt doch. Danke. Jedenfalls kein Hartding. Ja, super. Und für dich gute Fahrt und mach mir keine Kratzer an Lack, ne? Niemals. Gute Fahrt. Ein ordentliches Auto für 120 Euro. Keine leichte, aber eine machbare Sache.